herzlich willkommen zurück bei Borderlands 3. Diesmal nur mit den Basil. Na, was heißt nur? Ich bin auch froh, dass du da bist, Basil. Der Jules kommt wahrscheinlich später wieder hinzu. Oder, ja, müssen wir mal gucken. Der hatte jetzt leider keine Zeit mehr. Aber wir gucken mal, was denn Lille für uns in dieser Folge bereithält. Ja? Dennis Iridium-Verstärker ist platziert. Genau. Und Warns Streitkräfte am Boden sind bereit. Wir kriegen keine bessere Gelegenheit, die Kalypsos anzugreifen. Eingehende Übertragung! Den Kalypsos, schon klar. Das sollte interessant werden. Eine Übertragung. Hey, Kackefahrer! Seht euch das an! Seht aus dem Fenster! Troy steht kurz davor, euch das Rückgrat auf dem Arsch zu jagen! Das war diesmal eine kurze Übertragung. Aber wir sollten aus dem Fenster sehen, oder was sagte sie? Ja. Oh. Ja. Ist das der Todesstern? Notfall! Bleib cool, ich mach das schon. Sind alle okay? Ei, Perro! Wie hast du einen Facelock mit dem ganzen Mond hingekriegt? Wow! Was zur Hölle passiert hier? Es ist der verdammte Mond, ihr Idioten! Der Schlüssel zur großen Kammer war die ganze Zeit vor euren hässlichen Nasen! Wisst ihr, ich wollte genug Kammermonster aussaugen, um ihn selbst zu laden, aber dann habt ihr uns eure blöde Sirenenfreundin geliefert und jetzt kann Troy einfach Iridium nehmen. Sobald ich Elpis aufgeladen habe, öffnet sich die große Kammer. Ich saug die Kraft des Monsters im Innern aus und wir werden Götter. Wir würden euch ja zur feierlichen Eröffnung einladen, aber es ist so eine Art Familiensache. Ah, okay, wir sehen uns am Ende der Welt. Ich bin verloren! Es sei denn, kann ich mich noch den KDK anschließen? Reiß dich zusammen, Claptrap! Lilith, wir müssen Troy davon abhalten, die große Kammer zu öffnen. Aber solange er sich Iridium zuführt, ist er nahezu unbesiegbar. Dann nehmen wir ihm den Vorrat. Kammerjäger, sobald Tennis diese Geschütze ausschaltet, führst du den Bodenangriff an. Ha, war mir ein Warum steht eigentlich auch bei der Missionsinformation hier, schaut aus dem Fenster, Kacke Farmer. Das ist Ava, nicht nett. Bist du bereit, den Kammerjäger zu unterstützen? Ja? Ja, wenn du ganze Kacke farmst. Du hattest recht. Wir müssen aufs Feuer zulaufen. Ja, aber das muss man zulaufen. Doch jetzt nicht so da präsentieren, oder? Kammerjäger, mach dich bereit das und muss ja auch jemand tun. Es ist soweit. Ich bin Sprich der Warme. Ich bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Du hast meinen Iridium-Verstärker. Ich dachte immer, dass die Kalypsos Götter werden, wäre nur Gerede. Aber wenn Tyreen dem Monster in der großen Kammer die Kraft aussaugt, Gott ist nur das mächtigste Wesen des Universums. Ist das so, ja? Müssen wir uns jetzt von allen Alles verabschieden? Bereit, Killer? Oh. Immer bereit. Zeit für das große Finale. Es ist Zeit, in ein paar KDK-Ärsche zu treten und die Kalypsos auszuschalten. Geh zu Rollins Grab. Warn und Tennis werden auf dich warten. Es ist soweit. Zeit, die Kalypsos kalt zu stellen und Pandora zu retten. Dann gibt's eine Party. Kehrt hier einfach auslässt. Ja, sorry, ich dachte, ich muss jeden einmal ansprechen und dachte nicht, dass es mit Lilith dann endet. Ja, dann spielen wir runter. Genau, müssen wir wieder zu Devil's Wazer. Verdammt, ich war schon auf der Karte. Pandora. Ab geht er. Ja, aber wieso sollten wir uns verabschieden, wenn wir die eh im Endeffekt wiedersehen, ne? Bist du dir sicher? Klar. Entweder in diesem Leben oder halt nach dem Leben. Irgendwann sieht man sich schon wieder. Ne? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Teil 4. Oder so, ja. Toll, jetzt haben wir gerade eine Nuss im Mund gesteckt. Sprich mit Fong. Wo ist Wong. Er denn? Ja, Wong. Mach das. Wong Eon. Kammerjäger, es ist Zeit! Sobald du die Geschütze ausschaltest, stürmen wir die Festung zusammen!
Tja, Zeit, ein Held zu sein. Immer wenn ich mir vorstellte, die Welt zu retten, dachte ich an die Heilung einer Bioseuche, die ich versehentlich entfesselt habe. Noch kurz die Welt. Mann, das Ding sieht gefährlich aus. Also ich meine, vielleicht verleiht das einem Superkräfte oder so. Ich würde zu gern daran denken. Ich bin bereit. Hoffe ich. Super, Taxi ist da. Oh, diese Brosine lädt sich auf. Los, los, los. Sirene leben! Das ist ein Typ, ne? Der ist immer so schrecklich laut. Ich fühle mich mächtig. Sie fliegt. Quatscht denn noch oder wird das nächste Ziel nicht angezeigt? Schon als Held versuche, sollte ich auch die richtige Ausdrucksweise verwenden. Okay. Stimmt's? Jetzt geht's ab! Ich bin mega entspannt. Reite, Bro, reite! Ey, ey! Ich was warte, geht denn mit uns? Das war ein Verbündeter. Ja, ich hab's mitbekommen. Also, wer solche Verbündete hat, braucht keine Feinde mehr. Mhm. Unmöglich, wie unhöflich. Du bist hier. Räume das Gebiet, Kammerjäger. Ich muss mich konzentrieren, während ich diesen Geschützen elektrische Nichtigkeiten zuflüstere. Wir räumen alles. Bist du bereit? Jojo. Ja, ne? Ja. Oh. Ach, schon. Das war alles? Ja, läuft doch. Sagen, hier sind auch noch welche. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Möge das kontrollierte Chaos beginnen. Ich mag lieber das unkontrollierte Chaos. Das ist so mehr mein Ding. Oh. Hier ist Tennis. Wo kommt die denn her? Nun ja, wir sollten hingehen und dir quatschen. Ich habe alle Geschütze übernommen und ihnen Amnestie versprochen. Heißt die neuesten Mitglieder der Crimson Raiders willkommen. Mit dem Mond sieht das schon nice aus, ne? Jo. Bin schon da. Wieder unsere Verbündeten da, ne? Very special! Und, du weißt schon, die Crimson Raiders. Los, Team! Jacobs ist auch auf deiner Seite, Kammerjäger. Zeigen wir diesen Fanatikern die Macht der Crimson Raiders. In der Tat! D-Team, Operation Wilde Fahrt geht! Los, 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 los! Der Mond. Ist das genug Feuer für dich, Ava? Ich glaube, das kann man nicht umfahren. Mach dein Ding, du beschissener Kapitän des Chaos, oder so? Hoppla. War nicht mit Absicht. Du hast nicht mal deine Versicherungsdaten dagelassen. Jetzt wohl völlig mit Absicht, ne? Ja, sowas von nicht. Aber die springen auch immer genau vorm Wagen, ne? Ja. Wenn ihr Troy nicht bald aufhaltet, wird er
sind unsere Verbündeten, Atlas. Ja, sorry. Ich hab halt einen schnellen Finger. Der schießt erst und guckt dann. Was ist los? Eva? Wo ist Eva? Eva, Beilung. Gib Gummi. Yo, Kammerjäger! Na gut, die hat kleinere Tina Beine, hat mir das gegeben. Dir gebührt die Ehre. Oh, Pizza. Was geht, Tür? Du kannst nicht! Du bist mein Sternchen. Ich brenne heller als eine Supernova. Achtung, Anhänger auf Iridium-Ebene. Setzt eure limitierten Sternenschutz durch auf, damit ihr unser Blick... Boah, das läuft heute wieder ein Level ab. Fette Explosion. Gott, die sterben so schnell. Was soll denn das? Soll das auch sein? Ja, die müssen doch mal ein bisschen was aushalten, oder? Das kann sich ja kaum Gegner nennen. Das ist unser nicht würdig. Oh Mann, ich sollte echt aufhören, es so zu übertreiben. Vielleicht. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und was hast du? Ich bleib einfach ruhig und zock weiter. Das ist sehr diplomatisch. Meinungsfrei bleibt doch am bequemsten. Ich muss töten. Ich hab keine Zeit. Esel will töten. Der Sand will auch töten. Ich will ja auch mein Level ab, endlich mal hier. Anderthalb Level noch. Besser töten. 50. Ja, ich hab in der Aufnahmesession jetzt schon zwei Level ab, so ein Buso. Eins. Rasende schwere Kugel. Alles klar. Haut er ab? Ja, du wolltest noch andere töten, ne? Ja, mal kurz gestoppt. Oh, Granaten. Manchmal passieren, ne? Das machst du gerne, oder? Nicht bei dir. Oh, dann.
nicht mal der Iron Man. Machen wir euch auf. Wie kann... Wie diese Kristalle wohl hallen? Iridium. Du bist meine neue Leichenwaffe. Aber die besitzen... Auf die Mütze oder was? Trägt die Karadine in eurem eigenen Blut, wenn es sein muss. Egal wie. Aber erledigt es! Ich bin die Größte! Okay, Long Run. Dropship-Geschäft. Ey, was machst du hier? Ich werde mich vergessen! Sterben, würde ich sagen. Wie es ja auch einfach nur am Explodieren ist. Naja, das ist halt mein Skill, ne? Ja, ich weiß. Selbst mit normalen Waffen kann ich ja mal kurz FMM explodieren sehen. War das zu viel für dich? Ich hab einen Revolver, der Explosion macht. Ich hab eine Waffe, die explodiert. Die macht halt schön starke Explosionen, deswegen nutze ich den auch. Ja, Quatsch, wenn ich es nicht mache. Oh, richtig. Grundschaden mit 1116. Ja, ja. Angeber. Da schneiden wir doch durch wie Budde. Ja. Und du, der Esel! Verdammter Esel! Keine von der... Da. Sind so viele. Ihr elenden Nichtsnutze. Tötet die Kammerdiebe sofort. Hört auf meinen Bruder, Lieblinge. Die große Kammer ruft. Unser Moment der Transzendenz ist nah. Haltet die Ketzer fern, während wir unsere göttliche Transformation vorbereiten. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Sind Sie am Start? Jo. Jo, natürlich. Okay. Erwartet uns jetzt was? Oh. Ein Gesalter? Ja, komm, mehr Gesalter. Heißt der Rachael oder Rachel? Kannst aussuchen. Ey, kann er auch mal stehen bleiben? So richtig nicht, ne? Nachschub abschneiden, Kammerjäger. Pandoras Schicksal liegt in deinen Händen. Kein Stress. Kammerjäger, Troys Iridium-Nachschub fließt durch diese Statuen. Versuchen wir, ihn von der Quelle abzuschneiden. Ich hab nicht gerade viel gedroppt. Ne. Dann drehen wir ein Rädchen. Was sollen wir drehen? Ach, ein Rädchen. Ja, und dann kommt hier, guck mal, Morphin der nächste Gesalbte.
Vielleicht hat er ein bisschen mehr Loot für uns. Das ist der nervige. So, noch eine? Blick nur Scheiße. Naja, wir müssen noch zwei Stück zu machen. So, die anderen sind weiter weg, wa? Na, da müssen wir einmal außen rum und hochgehen. Und dann. Und zack, der nächste. Okay. Kommt der denn? Einer ist noch. Nö, sind nur drei. Achso. Toll. Leid, dich zu enttäuschen. Ja, immer wieder diese Enttäuschung. Immer wieder. Eine Schwachstelle. Cool. Schieß drauf, Kammerjäger. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Troy kann Elpis nicht mehr aufladen. Ich halte den Rücken frei. Töte diesen Irren. Ui! Yay! Yeah, so. Ich wollte gerade sagen, ich bin stecken geblieben. Ja. Ja. Mitkommen. Mitkommen? Ach da. Und jetzt klar. Halt Troy auf. Beende das hier. Hier ist einmal ein Zusatzgegner. Den machen wir mal fix fertig. Oh, das klingt gut. Wie heißt der Crush so? Ja. Ah, kommt da schon. Oh, klasse. Gesundheit. Lass du mich gerade raus? Miese Form, das ist mal klar. Das war schon. Können wir wieder gehen. Ich sammle noch mal ein bisschen Muni auf hier. Eine Kiste gibt's ja hier nicht, ne? Oben oder so? Nö. Nö, sieht nicht so aus. Alles klar. Dann geh ich schon mal weiter. Yep. Irre. Dennis, der Kammerjäger hat den Iridium-Nachschub unterbrochen. Wo kriegt Troy diese Energie her? Ich habe eine Theorie, aber sie wird dir nicht gefallen, Lilith. Tyreen. Er nutzt Tyreen. Er saugt die Kraft seiner eigenen Schwester aus, um Elpis auszuladen. Oh, da kannst du mal. Kammerjäger, du musst Troy ausschalten. Das ist der einzige Weg. Mach bloß keinen Ärger. Oder doch? Munition aufgefüllt. Habe ich noch genügend Platz im Inventar? Oder muss ich was verkaufen? 22 Objekte kann ich noch mitnehmen. Leute, reichen, oder? Und ab geht er. Was ist denn hier? Ne. Ist nicht wahr. Darauf habe ich gewartet. Wir bleiben Troy. Troy Calypso, alles klar. Aua, 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 aua. Pass auf, Kammerdieb!
Oh, hast du gar keinen Schützenplatz mehr? Nee. Ich habe den optimiert, aber das ist ja schon länger so. Ich weiß nicht, habe ich schon länger nicht mehr versucht. Turds. So. Au. Sind vier Strahlen zerstören. Was, die Strahlen zerstören? Ja, hier sind Stapeln. Da ist noch. Ach, das mein. Ah, alles klar. Au! Hilfe? Nö, nö, nö. Wir kommen genügend Zwerge. Und ich kann mit Explosion kann ich die Dinger schön wieder wegmachen. Oh Gott, ist er direkt vor mir. Und jetzt finde ich keinen Zwerg. Ist hier ein Zwerg? Ist hier ein Zwerg? Da ist er. Oh toll. Scheiß intelligente Geschosse, ne? Die visieren immer ihn an, statt die Zwerge. Da sollte ich denn die Waffe wechseln, wenn ich down gehe. Das ist nicht so optimal. Ja. Ah, ich bin gleich wieder da. Ty, ich brauche mehr Energie. Wehr dich nicht gegen mich. So, da ist er schon wieder. Boah, und direkt aufs Fressbett bekommen. Was macht die da hinten? Die powert ihn auf oder was? Mach. Ja. Ne, er ist ein Parasit, ne? Hm. Er braucht ja gut die Kraft her. Oh, schön. Mich aufzuhalten! Ja, die halten nicht schon auf. Kollege. Oh, reicht doch wieder. Es ist vorbei, Gott, der steckt aber gut was weg, wa? Oh, nö, der ist easy. Ja, das schon. Aber dauert ganz schön. Spiel mal, kämpfen wir gegen ihn alleine.
ja. Dann kann ich mir gut vorstellen. Dann reden wir nochmal drüber. So, ich sagte, sehr, sehr einfach. Oh, da kam Blut raus. Bluten. Wir hatten es fast. Aber das war doch nicht schon alles, oder? Sind sie tot? Diese Kräfte gehörten nie wirklich Troy. Und jetzt sind sie bei der wahren Besitzerin. Maya hatte das alles geplant. Wie stehen dir, Ava? Aber was ist mit dir? Es ist vorbei. Nur das zählt. Ja. Wow, schau. Wunderschön. Angsteinflößend, aber wunderschön. Hier, Ava. Nimm du ihn. Und? Wo willst du jetzt hin? Geschafft, Troy. Lass es uns gemeinsam beenden. Stern am Himmel sein. Tot. Oh, ihr dachtet, dass ihr gewinnt. Hm, vielleicht nächstes Mal, Superfans. Oder auch nicht, das sagt man nur so. Game over, ihr Trottel! Borderlands 3. So, ich dachte gerade, wir spielen die ganze Zeit Barbies Abenteuer auf dem Reiterplatz. In 4, 3, 2. LOL. Voll verarscht. Schade, ich hab gehofft, dass du so eine Reaktion zu was. Was? Ja, ich war gerade ein bisschen bestürzt. Ich, geschockt, schnell. Kann man schon sagen. Gut gemacht. Ich dachte jetzt ernsthaft, wie jetzt? Was ist mit Tywin? Was passiert jetzt? Die große Kammer öffnet sich.
Und jetzt werden wir wieder nur verarscht und nach der Szene hier ist Pandora Schluss oder was? Ist die große Kammer. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Was habt ihr getan? Das Universum ist verloren! Kennst du die Stimme? Wessen Echo ist das? Kammerjäger, sieh mal nach. Bestimmt schon mal gehört, aber ja. Ob du mich jetzt nun fragst, ob ich die zuordnen kann oder nicht. Wessen Stimme war denn das? Finde es doch heraus. Hier ist natürlich Amara. Mach ich das verstanden. Gerne. Bloß bis ich das rausgefunden habe, habe ich das schon wieder vergessen, weißt dass sie das rausfinden wollte. Es ist egal. Hier spricht eifernde Leon. Hör zu. Siehst du diesen irren Lichtstrahl, der durch den Himmel rast? Ziemlich cool, was? Ja, das bedeutet, die große Kammer öffnet sich. Und wenn sie das tut, sagt Pandora, leb wohl. Wenn du also deine Heimat retten willst, schwing deinen Arsch nach Necrotafeo. Sofort! Okay. Hier rüber, Killer. Gibt's hier noch irgendwas zu looten? Nee, ne? Nö. Los, alles klar. Dann hau ich mal Lilith an, ne? Ich muss ein paar neue Songs finden. Ja. Man könnte meinen, es gibt nur zwei Teufel. Er sagte Teufel der Leon. Was machst du da? Unmöglich. Probier nur eine neue Waffe aus. Seit er geschworen hat, diesen legendären Platz. Necrotafeo! Maya hat mir Geschichten darüber erzählt. Was ist hier los? Ja, frag mich auch, was hier los ist. Es ist die große Kammer. Und Tyreen will das planetengroße Monster im Inneren aussaugen. Der Zerstörer. Er lebt noch. Das meinte Tyreen, als sie gesagt hat, sie würde beenden, was ich begonnen habe. Hier ist noch eine Kammer. Du solltest dich mal darin umsehen, Kammerjäger. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Klar. Kammer. Ich hab mich mit einem Knall verabschiedet. Es ist nicht die eigentliche große Kammer. Der pandoranische Schlüssel war lange im Besitz der Kalypsus. Sie hätten diese Kammer schon vor Jahren plündern können, haben sie aber nicht. Vielleicht verbirgt sie keine Macht, sondern Wissen. Unglaublich! Das Gerät scheint die iridianische Sprache übersetzen zu können. Das Geil. Ist selbst den führenden Forschern auf diesem Gebiet jahrzehntelang entgangen. Und ja, damit meine ich auch mich selbst. Das muss genauer untersucht werden. Komm zu mir zurück, Kammerjäger. Ich habe keinen Inventarplatz mehr frei. Das ist ja doof. Ich muss ja auch noch aussortieren. Bekannt. Okay, frage ich glaube ich erstmal. Okay, das kann auch bleiben. Sehr gut. Ja, dann reicht das auch glaube ich für diese Folge, ne? Das ist schon wieder etwas länger geworden. Lass sie kurz noch sprechen, weil danach müssen wir porten. Wer muss sprechen? Ja, mit Tennis noch quatschen. Achso, alles klar. Ja, dann machen wir das noch. Überlänge ist eh Überlänge, ne? Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob die gleich da steht oder auf Sanctuary, aber ich bin gerade unsicher. Ja, die steht hier vorne, ne? Ja. Okay. Sehr gut. Wenn du zu Sanctuary zurückkehrst, komm als erstes in meinem Labor vorbei. Ich denke, dieses Analysegerät könnte ein Teil des Rätsels sein, das ich zu lösen versuche. Alle zurück zum Schiff. Wir müssen Necrotafeo finden. Und den Kammerjäger treffen, mit dem alles begann. Mhm. Hey, geh und mach die Sache, über die wir geredet haben. Apokalypso, Erfolg freigeschaltet. Nice. Ja, dann war es das für diese Folge. Ja, war ziemlich spannend, muss ich sagen. Ne? Also jetzt den Kampf mit Troy habe ich jetzt so auch nicht kommen sehen.
Und ich dachte echt schon, weil es sich auch vorher schon so angezeichnet hat, dass das irgendwie das Ende ist. Ich dachte, nee, da fehlt doch noch was. Aber dann steht uns wahrscheinlich noch Tywin bevor, wa? Ja, klar. Na dann, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht dann. Macht's gut und hau da rein. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.